Karl Wilhelm Krause, hier in der Mitte des Bildes zu sehen, war zwischen 1934 und 1943 zeitweise Kammerdiener Adolf Hitlers. Nach mehr als 50 Jahren bricht er endlich sein Schweigen. Und bei der Rombo-Zeitflottille kam dann mit einem Mal von der Marinekommandantur Berlin der Befehl, einen Mann abzustellen für Adolf Hitler seine persönlichen Dienste. Und zwar von jedem seefahrenden Kommando, nicht etwa Marineartillerie, die zu Lande waren oder so, sondern nur von einem seefahrenden Kommando. Der Grund war der, dass Adolf Hitler mal von Berlin nach Dresden fuhr, in eine Oper, und wie er sich umziehen wollte, stellten sie fest, dass Hitler kein Frackhemd hatte, zum Frack. Und da sind sie überall rumgefahren, da hat der König gesagt, sie müssen sich einen Mann besorgen, der dann nur für sie persönliche Sachen verantwortlich ist. Und am besten ist es, wenn sie einen von der Marine nehmen, denn die sind mit allen Wassern gewaschen und ich selber habe ja auch einen von der Marine und ich bin sehr zufrieden mit dem. Wurde nur gefragt, hätten Sie Lust? Nun, was macht man als Soldat? Wo man hingestellt wird, macht man seinen Dienst. Das war alles. Und wir kamen zu Blomberg und Blomberg ließ uns dann zu Adolf Hitler kommen. Und da wurden wir vorgestellt und da war der Minte Fehring und ich, wir fuhren nach Berlin. Der kam von der Nordsee, ich von der Ostsee. Mussten wir noch 2 Tage warten. Und dann wurden wir vorgestellt, dann kam zuerst war der Minte Fehring drin bei ihm oben. Und dann kam ich, und dann vorgestellt, wurde gefragt, wer sind Sie, wieso, wissen Sie, weswegen Sie hergekommen sind? Und das ging alles normal. Und da waren wir entlassen. Zwischen noch von Brückner jeder 50 Mark in der Hand, wir sollten uns Berlin ansehen. Und sollten dann am nächsten Tag wiederkommen. Wir schliefen damals in Lichterfelde da in einer Kaserne bei der Leibstandarte. Und am nächsten Tag sind wir hin und da war es immer noch nicht so weit. Und 2 Tage später kam dann der Brückner und sagte, also, der Führer hat sich für Sie entschieden und der Krause, Sie fahren dann nochmals hin und holen Ihre ganzen Privatsachen und das alles, wie es war. Und ab nach Kiel. Und dann nachher kam ich in die Reichskanzlei. Per Handschlag mich begrüßt. Sie wollen bei mir Dienst machen. Und dann nahm er 2 Stühle. Das war im Garten sogar in der Reichskanzlei. Da wollte ich ihm die Stühle abnehmen. Nee, sagt er, lassen Sie mal, das können Sie später alleine, müssen Sie sowieso später machen. Heute mache ich das noch. Und nahm 2 Stühle, ging mir von, da waren Frauen, Dr. Goebbels, seine Familie und noch mehrere. War nicht Esser und was da alles noch war, das kann ich mir heute gar nicht mehr vorstellen, wer da alles war. Nicht vorstellen, sondern habe ich eigentlich vergessen, wer das war. Und da sind wir etwa so 20, 30 Meter seitwärts gegangen im Park und haben uns gegenüber gesetzt. Er hat seinen Stuhl dort, einfache Gartenstühle, und dann haben wir uns unterhalten. Über meine Herkunft nochmals, wo ich herkomme, was meine Eltern sind, was mein Vater ist. Na, da haben wir uns zeitlang unterhalten, vielleicht 10 Minuten. Und dann nahm ich die Stühle, stand da auf, nahm ich die Stühle, stellte sie wieder dahin, wo der an den Tisch war, das, und ich bin weg. Und dann kam der Brückner und der ließ, erstmal, weil ich ja nur in Uniform war, 2 Anzüge für mich machen lassen. Muss ich zum Schneider, der hat 2 Anzüge für mich, einen dunklen und einen hellen. Und dann fuhr ich auf die Hotelfachschule nach München-Pasing.
Denn ich hatte ja nur im gewissen Sinne gar keine Ahnung, von was ich machen sollte, von Bedienung oder diese ganzen Kleidung, das alles. Und die bin ich nach München-Pasing auf die Hotelfachschule. Und dort wurde ich im gewissen Sinne ausgebildet. Da war ich ja ausgerechnet Ferien. Da wurde ich alleine ausgebildet. Und die Lehrer wurden alle bestimmt, mal der eine Stunde, mal der eine Stunde, von der Hotelfachschule abgestellt. Auch der Kermes hieß ja damals der Direktor von der Schule. Wir sind dann auch nach München reingefahren und haben uns von verschiedenen Sachen bedienen, von Kellnern bedienen lassen. Und dann wurde ich von einem Kermes gesagt, hier, das und das ist verkehrt, das und das, so müssen Sie es machen. Von der linken Seite oder rechten Seite, diese Sachen, Getränke werden von da und von der Seite ausgebildet, eingeschenkt. Und so kam dann, und mit einem schönen Tag kam Anruf, fertig machen, ich soll zum Führer kommen, abschließend. Ich war noch gar nicht fertig auf der Schule. Mein erster Dienst war auf dem Bückeberg. Und zwar so, da blieb ich immer noch im Hintergrund und da sagte, hat er mich angefasst und so, hier ist Ihr Platz und Sie sind auch für mich, für die Sicherheit verantwortlich. Und mich hat das gar nicht aufgeregt. Ich meine, innerlich war man natürlich ein bisschen aufgeregt, wie man als Soldat, wenn man irgendwo hinkommt und das alles fremd ist, dass man da ein bisschen aufgeregt ist. Aber im Grunde genommen gar nicht. Doch, was da kommt, kommt. Und so bin ich dann reingewachsen eigentlich in die Stellung. Als ich nach Obersalzberg kam, ja, in Zivil kann er nicht gehen, in Uniform hat er keine, Marineuniform fällt er zu groß auf. Also, schnell SS-Uniform. Dann sind wir nach Berchtesgaden runtergefahren, morgens und haben Maß nehmen lassen und abends haben wir die Uniform abgeholt. Der hat die in einem Tag fertiggestellt. Ich sah aus wie Muschkote. SS-Stiefel gab es nicht. Keine Schwarzen, die hatten nur SA-Stiefel, wurden die schwarz gemacht. Die waren ja braun, die wurden schwarz gemacht. Und so sah ich dann aus. Ich gibt ja Bilder noch von da, wo ich stehe. Ich sehe aus wie Muschkote. Zuerst war ich die ganze Zeit alleine und nachher war es zu viel für mich. Ich musste von morgens vom Wecken bis zum Schlafen ging und meistens ging ich ja schlafen 1:30, 2. Und das war für mich zu viel. Ich musste dann nachher auf dem Obersalzberg auch noch seine anderen Gäste bedienen und das war für mich zu viel. Und dann kamen drei Mann, zuerst zwei Mann, dann nachher nochmal zwei Mann. Der eine wurde dann gleich wieder abserviert, der ging wieder zurück, dem gefiel das nicht und der konnte es auch nicht. Und da blieben drei Mann übrig. Und das war der Meier, der Linge, der ja auch zum Schluss dann da war. Der Meier ging dann nachher während des Krieges wieder zur Truppe, weil er auch wollte und da ist er gefallen. Dann bin ich sogar in Urlaub gewesen und vom Urlaub musste ich zurückkommen und musste dorthin, weil ich ausgerechnet damals auf der Insel Hiddensee war ich in Urlaub mit meiner Frau. Und da hat er mich kommen lassen und sagte, ich habe sie kommen lassen, denn ich lasse mich von ihnen belehren, was das ist und das ist und nicht von der Marine. Einer abgestellt ist, der mir nur das und das erzählt. Sie sind als Seemann da oben gewesen, auf den Schiffen, Sie können es mir besser erklären. Da waren wir zwei Tage unterwegs und da konnte ich wieder zurück noch mit meinem Urlaub. Das war genauso bei mir. Ich war ja auch nicht in der Partei. Alle hatten mich gedrungen, ich sollte in die Partei drehen, also von oben das alles. Und dann denke ich, was machst du? Dann habe ich gesagt, mein Führer, die wollen alle, ich soll in der Partei antreten. Guckt er mich an und sagt, Sie brauchen nicht in die Partei. Sie sind Soldat, bleiben bei mir Soldat und brauchen nicht in die Partei antreten. Vielleicht löse ich die Partei überhaupt auf. Das hat er gesagt. Und dann die Winifred Wagner hat ihn dann nochmal, es kommt ein bisschen durcheinander, mal gesagt, denn die beiden waren ja per Du, wenn sie unter sich waren.
von früher her. Nur öffentlich nicht. Das war ja genauso. Bei uns hieß es ja auch nur der Chef. Niemals gesagt, hier, der Führer macht das und das. Wenn fremde Leute dabei waren oder andere, dann, was macht der Führer? Aber sonst, wo ist der Chef? Was macht der Chef jetzt? Die Adjutanten auch immer, was macht der Chef? Bei uns wurde das war üblich. Nicht immer der Führer oder Adolf Hitler oder so irgendetwas, sondern bei uns war es der Chef. Er hat damals gesagt, es gibt nur Deutsche und keine Partei. Das hat er wirklich gedacht. Und zwar in Bayreuth bei der Winifred Wagner. Da war ich auch vielleicht 2-3 Meter entfernt. Morgens wecken und alles bereit halten. Seine Uniform, die hing dann, da hatte ich mir so von der Frau Professor Trost, die hatte so ein, na, wie nennt man es, Knecht hergestellt, wo man die Jacke rüberhängt und das alles, wenn was Neues war. Aber sonst, er schloss sich ein, hat sich alleine ausgezogen, das heißt, ich habe nie weiter gesehen, irgendwie im Hemd oder, er trug schon ein Nachthemd, kein Schlafanzug, ein Nachthemd. Das Bett habe ich aufgeschlagen. Vorher, Zimmermädchen hatten das alles gemacht, die machten das sauber. Und dann habe ich ihm das Frühstück gebracht. Das wurde von unten schon hergestellt, brachten den da oben. Ich habe es ihm nur reingetragen. Ich brauchte nicht von unten holen, denn seine Zimmer, das waren ja oben, in der Reichskanzlei oben. Und da hat er gefrühstückt, und zwar eine Tafel Schokolade und Leibniz-Keks und 2 Tassen Milch. Und die hatte ich, damit sie warm bleibt, auf so einem Wärmeding, Licht war da drin, so ein Hindenburglicht, und da stand die Milchkanne da drauf, der Topf, und da waren 2 bzw. 2,5 Tassen Milch drin. Und da hat er Leibniz-Keks und Schokolade gegessen. Hat er das jeden früh gemacht? Bitte? Hat er das jeden früh gemacht? Jeden Morgen. Ab in Berlin oder in Obersalzberg oder in München, das war überall dasselbe. Das Frühstück war immer dasselbe. Leibniz-Keks und eine Tafel Schokolade. Hat er das alleine immer eingenommen oder waren da Leute dabei? Nein, da war niemand dabei. Niemand. Auch nicht im Obersalzberg oder so. Dass die Eva Braun dabei war, da gar nicht, auch nicht. Das war eine der schönsten Zeiten, wenn wir im Obersalzberg waren. Von Anfang vielleicht nicht, weil da waren viele Gäste immer, jedes Mal, wenn er. Bis dann ist, hat sich schon mal, glaube ich, mit der Frau Raubal. Die Frauen haben noch mal beim Kaffee trinken und das alles irgendwie, ich weiß es nicht, das weiß ich nur vom Hörensagen, irgendwie ihm eine Frau zugeschanzt, dass er heiraten sollte, das alles. Und das hat ihn dermaßen geärgert und da kam keine Frau mehr auf. Und da hatten wir eine herrliche Zeit, wenn es um Obersalzberg ging. Keine Frau, nix, gar nichts, das hat, ach, über ein Jahr gedauert. Da war ihm alles auch vollkommen schnuppe, wenn da irgendetwas verkehrt war oder so. Das hat ihn gar nicht gestört. Also war er, kann man ihn nicht als pedant bezeichnen oder als... Nein, niemals. Wie war denn so seine Art überhaupt? Wenn man die, versuchen Sie mal, das zu beschreiben. Die war normal, wie jeder andere Mensch auch. Nur wenn Ausländer das halt, dann war er penibel. Ich weiß nicht, kennen Sie den Ausdruck? Penibel. Nicht, da war er ein bisschen, korrekt, wollen wir, kann man auch nicht sagen. Was heißt korrekt? Einfach penibel. Ne? Da stört ihn das, da stört ihn das, wenn die Kleinigkeit verkehrt war. Das durfte nicht sein. Meistens bis mittags hat er geschlafen, dann hat er Mittag gegessen
ohne Frühstück manchmal. Und dann sind wir spazieren gegangen, zum Kaffee trinken, meistens nach Scharitzkehl runter oder zum Hochlenzer oder auf den, wie ist der Moskop, glaube ich, hieß das, das ein der Moskop. Und wir sind doch ganz minimal oder ganz wenig, wenn man so sagt, nach oben gefahren zum Adlerhorst, also auf den Kelchsteinhaus. Da sind wir ganz, ganz wenig gefahren. Warum? Ich weiß nicht. Sie haben gerade gesagt, ihr seid spazieren gegangen. Ist meistens allein und ich bin dann ein paar Meter hinter ihr gegangen, da kann ich nicht sagen, was da unterhalten wurde. Da waren noch andere gegangen. Das Begleitkommando war vor allen Dingen, suchte für Schutz und diese ganzen, von der Kripo waren zwei, drei Mann dabei. Und da sind wir zum Hochlenzer gegangen, manchmal bis zum, bis nach Scharitzkehl. Wir sind auch zweimal dann quer rüber gegangen nach dem Königssee, auch zu Fuß. Da war der Blomberg sogar noch dabei. Und da musste alles zurückbleiben, wie der Blomberg damals dabei war. Und da sind wir zu dritt. Also der Hitler, Blomberg und ich rüber, das sollte nicht auffallen. Und dann sind sie zum Schiffmeister rein und haben dort Kaffee getrunken. Und dann kam es erst das Kommando, die Gäste und alles, was da noch dazugehört, was da eingeladen war, da rein. Er wollte unheimlich und ist doch vollkommen, sind wir reingekommen zum Schiffmeister, dass kein Mensch gemerkt hat. Bis nachher die anderen Leute kamen, dann kam das raus und dann standen natürlich wieder die 50, 100 Leute und sagen und schrien, nicht? Wir wollen unseren Führer sehen, sind das alles, nicht? Und dann sind wir wieder. Und dann mussten aber die Wagen kommen, die Autos kommen und uns abholen, sind wir eingestiegen, sind wieder im Obersalzberg gefahren. Also, ihr seid in diese Gaststätte einfach reingegangen? Einfach rein! Ohne Anmeldung, ohne allem, kein Mensch wusste, dass wir da kommen. Er hatte keine Angst. Das war ja auch mal damals Weihnachten. Da sind wir ja auch, haben das erste ganze Pakete gepackt für seine besonderen Gäste, die er hatte. Und dann für den das, für den das, für den das. Und anschließend sagt er, und jetzt bestellen Sie eine Taxe. Ich war ganz platt. Und umziehen brauchen Sie, ziehen Sie einen Mantel an. Da denke ich mir, was soll das bedeuten? Ich sagte noch, der Kempker steht da unten. Nein, nein, der kann nach Hause fahren, der kann den Wagen wegbringen. Wir sind dann anschließend mit der Taxi weggefahren, hinten raus, sondern das Haus hatte ja früher so für Lieferanten und das alles einen Eingang gehabt, extra Eingang gehabt. Und er hatte ja sein ganzes Bund Schlüssel, hat er aufgeschlossen, zugeschlossen, raus, rein in die Taxi. Ich wollte mich vorne zum Fahrer setzen, hat er mich noch an den Ärmel gefasst und reingezogen nach hinten. Und dann saßen wir hinten im Funk vom Auto und sind dann, sagt er, jetzt fahren wir, sagen sie dem, hat er mir leise zugesprochen, wo der Fahrer hinfahren sollte und dann dahin. Ich glaube, der Fahrer, der hat schon gedacht, da sind ein paar von 17.5. Geborene da drin. Kreuzung, mit einmal sagt er zum Café Luitpold. Ach, du liebes Bitte, denke ich, was sollte ich? Ich bin alleine und Café Luitpold, und das ist doch Betrieb Hicks wahrscheinlich da. Und dann sind wir ausgestiegen und der Fahrer musste ich bezahlen. Ich glaube, ich habe ihn damals noch mit 50 Mark bezahlt. Dann sollte noch was rausgeben und dann sagt er, lass es. Und der fuhr an, ich glaube, ich komme nicht mal die Tür zuzumachen. So fuhr der an, die Tür schlug zu und weg war der Fahrer. Der dachte, Gott sei Dank, die bin ich los. Und dann sind wir zu Fuß nach dem Regentenplatz gegangen. Und unterwegs, da bin ich erst mal immer so einen Meter hinter ihm gegangen und der Fahrer sagte, kommen Sie hier an meine Seite. Es kein Mensch glaubt, dass sich jetzt der Führer Adolf Hitler durch München spazieren geht. Das war vielleicht 11, 11:30 in der Nacht. Irgendwie mal uns jemand begegnete, hat er angefasst, den Hut hat ihn runtergezogen so und den Kopf schräge gehalten, damit man ihn nicht erkennen konnte. Und bei Glatteis, haben wir uns gegenseitig eingehackt, und ja, denn es war furchtbar glatt und so sind wir dann auch. Dann kamen wir am Prinzregentenplatz, dann schrien die auch,
Halt drüben, da waren ja Polizisten. Vorm Haus stand da immer einer von der Begleitkommando, von der Waffen-SS, von der Leibstandarte und noch zwei Polizisten. Die spazierten immer die rauf und runter. Und wir gingen dann quer rüber und da schrie der auch, halt, verboten. Und da blieb er stehen und da bin ich vorgegangen und wie der mich sah, und da haute der sogar noch die Haken zusammen, das höre ich heute noch, der Polizist, weil der mich auch kannte. Na, und dann sind wir rein und zugleich. Hinterher gab es dann noch Krach mit Himmler und Rattenhuber, dass ich nicht gemeldet hatte, ne? Dass er spazieren fährt, dass ich nur mit ihm alleine. Ich wollte nur beweisen, er hatte nie Angst. Er wollte mal durch München gehen wieder, alleine, ungestört. Nicht immer den, na, Rattenschwanz, sagt man ja, nicht hinten, der immer dabei ist. Wollte mal alleine gehen. Und dann hat er da in den Center geguckt, dorthin, was da los war, das Prinzregent, da, nicht Prinzregentplatz, na, wie heißen die ganzen, entfernte mich jedenfalls, die Klipothek oder diese ganzen Sachen, wo da rum, sind wir rumgefahren, kreuz und quer durch München. Und er hatte nie Angst. Auch im Polenfeld, so ist es vorgekommen, dass er ist im Rahmen von der Chaussee, sagen wir mal, die Straße rechts, und links die Gräben, die da sind, ist er vorgegangen, ich hinterher. Da hat er. Und ja, alle, der Keitel, alle, er sollte nicht vor. Und was waren wir? Wir waren keine 100 Meter von der Front weg. Im Polenfeld so. Wie soll ich sagen? Ich konnte sie nicht leiden und sie mich auch nicht. Warum nicht? Das ist eigentlich egal. Naja, wollen wir so sagen. Viele nannten sie gnädiges Fräulein oder gnädige Frau und das hat, und das habe ich nie über meine Lippen gebracht. Gnädige, wer ist denn gnädig? Gott gnädiger, Herr, das vielleicht, aber sonst auch nie. Und das konnte ich nicht ab und das hat sie mir scheinbar auch übel genommen. Nehme ich an. Die erste Zeit war sie auch mehr oder weniger für sich alleine. Bis dann nachher die Einzelnen, wer dann, Frau Brandt oder Frau Morell oder Frau Burmann kam ja seltener. Und sie hatte dann auch, nachher kamen ja auch ein paar Filmschauspieler, wurden eingeladen. Ja, mit denen war sie mehr oder weniger zusammen. Ne? Aber sonst, das war ein normales, freundschaftliches Verhalten. Und wie sie privat drin waren, da war ich ja abgeschlossen, da kam ich ja nie rein, da war ich ja nicht dabei. Martin Bormann, der war ja der Chef vom Obersalzberg im gewissen Sinne, ne? Der wollte ja sogar Ausweis für den Hitler, für den Führer ausstellen, dass er auf den Obersalzberg darf. So weit war der Bormann da oben. Der hat ja alles beherrscht. Ich möchte beinahe sagen, dass, das ist meine Einstellung wohlgemerkt, Bormann, Himmler und das alles sind im gewissen Sinne auch Schuld und die Totengräber des Dritten Reiches. Das war überwältigend. Da war nichts Erzwungenes oder so, sondern die stürmten einfach dahin. Denn die wussten ja gar nicht, dass wir kommen. Das ist ja erst, wie wir über die Grenze waren, ist das populär geworden, dass er kommt. Und auf der Fahrt nach Wien ist. Und das ging viel Lauffeuer herum. Schneller wie Rundfunk oder Fernsehen. Und wie haben die Leute so reagiert am Straßenrand? Dermaßen mit dem Heilschreien, dass ich sage, die haben so geschrien und so eine hellen Stimmen, dass ich sage ja, beim Abendessen bin ich eingeschlafen. Ich habe nur noch das Schreien gehört im Kopf.
Die waren so begeistert. Meine Aufgabe war ja da nur die Sicherheit. Ihn persönlich habe ich ja fast gar nicht gesehen, obwohl er vor mir stand. Ich habe ihn gar nicht gesehen. Ich habe nur aufgepasst, was in der Menge los war. Wie er sagte, meine Österreicher, jetzt habe ich sie ins Reich reingenommen. Er war begeistert davon. Und war auch froh, wie soll ich sagen, glücklich und froh, dass alles glatt abgegangen ist. Nicht? Wir haben ja damals das ganze Hotel gemietet, nicht? Wo wir dort waren. Da gibt es auch noch so eine kleine Episode. Die Rechnung, ich weiß nicht, wie hoch sie war. Ich habe ja viele Sachen auch gekriegt, er gab mir dann Geld. Und ich habe verschiedene Sachen auch bezahlt, aber verschiedene Sachen hatte meistens der Brückner alles bezahlt damals. Und da kam der Brückner und sagte, das ist aber doch zu hoch. Und das also, und dann sagt, ach, vielleicht hat er Schulden, bezahlen Sie es. Er war anspruchslos. Ich sagte ja nur dann, wenn Ausländer oder Frauen oder so irgendwie dabei waren, dann wollte er, dass so mehr oder weniger, dass die Etikette eingehalten wird. Aber sonst war er ganz einfach. Was hat er für sich persönlich beansprucht? Überhaupt nichts. Was er gemacht oder gebaut hat, das hat er mehr oder weniger fürs Volk gemacht, aber nicht für sich. Er war einfach, das ist klar. Und wenn hochstehende Persönlichkeiten da waren, dann war er beinahe ängstlich. Aber nicht ängstlich für sich, sondern so, dass es irgendwie nicht klappen könnte. So das ganze zeremoniell, nicht? Dass das eventuell schief gehen könnte. Da war er ängstlich. Seine Mission war, das deutsche Volk an die Spitze zu bringen. Das war seine Idee. Er wollte, dass es jedem gut geht. Er hat ein großes eiserne Bett gehabt, und da stand noch der Kleiderschrank und der Schuhschrank und das war alles. Hat sich das allerdings, war das Einzige, was ich im gewissen Sinn nicht verstanden habe, mit zwei Rasierapparaten, immer zwei Klingen verbraucht bei jeder Rasur. Das war für mich zu viel. Eine Klinge schneide ich ja beim zweiten Mal besser wie beim ersten Mal. Das sind so eine kleine, da habe ich mir keine Gedanken gemacht, aber habe gesagt, warum denn eigentlich? Er war vollkommen ein einfacher Mann. Wenn er, ich sage ja, alleine, wenn der war, da war er der einfachste Mann, den es überhaupt gibt. Ich sage ja, aber wenn sofern hohe Persönlichkeiten da waren oder auch Damen waren oder Schauspieler, diese Sachen, dann musste alles nach Etikette gehen. Wehe, dass da nochmal was verkehrt geht. Wenn man ins Auto steigt und er sich hinsetzt, dann zieht man doch den Mantel, steht dann doch der Kragen dabei, da habe ich ihn an den Kragen gefasst und hochgehoben, hochgezogen, da hat er sich so aufgestützt und dann habe ich gleich und dann ließ er sich runter. Und da hat er auch mal gesagt und auf der Fahrt, wenn Sie Ihre Memoiren schreiben, dann denken Sie daran, dass Sie bei mir immer an den Kragen gefasst haben und hochgezogen. Und diese Sachen, also ich wollte nur damit sagen, also wie einfach und das alles er gewesen ist in dem Sinne. Wir sind vom Kaiserhof nach Hohenlohe, die erste Zeit war das. Krause, wann gehen Sie denn eigentlich aus? Ach, sag ich, wenn der Führer schlafen geht. Ach, da kann ich mal lange klingeln. Ach nee, ich habe einen Kasten, ich sehe dann den Kasten hängen, da fällt das runter.
Wenn der Führer geklingelt hat, dann weiß ich das. So, so. Aber denken Sie doch dran, wenn Sie ausgehen, es gibt zweierlei Frauen. Und darauf sagt er, ach, Sie waren hier bei der Marine. Sie sind, und da hat er so mit dem Zeigefinger gemacht, sich so angestellt, so angefasst. Sie sind ja mit allen Wassern gewaschen. Macht er noch. Ich wollte nur damit beweisen, wie einfach er manchmal war in diesen Sachen. Kinder hat er gerne gehabt. Das ist klar. Das war nicht geheuchelt. Wie die Geschichtsschreibung manchmal auch sagt, dass das und das. Das war nicht geheuchelt. Das hat er geglaubt, dass ihm nie vom deutschen Volk da was passiert. Das hat er angenommen. Nie. Denn er war früher schon Meldegänger. Musste da doch auch durch feindliche Linie, wollen wir so sagen, oder durch Kugelhagel und diese Sachen sich durchschleichen. Und da verliert der Mensch im gewissen Sinne ein Gefühl dafür, für die Angst. Mit Leichtigkeit hätte man ihn umlegen können. Wenn irgendetwas war, dann war er stundenlang für sich ganz allein weg, bis er das im gewissen Sinne, sagen wir mal, verkraftet hat. Und dann hat er auch jede Woche sämtliche Illustrierten, die es in Deutschland gibt, durchgeblättert. Hat auch so Bücher, habe ich ihm auch besorgt. Ich kaufe, wenn neue Bücher rauskamen, denke ich, ach, das kannst du ihm mal vorlegen. Hat er vorgelegt. Und da habe ich einmal gestaunt. Da gab es, abends war da eine, oh, na ja, ich weiß nicht, wie viele, 12, 13 Personen waren vielleicht, oder 14, 15, saßen da beim Abendessen und da kamen sie auf dieses Buch zu sprechen. Und dann sagte er, ich habe das und das gelesen und dann denke ich, na, das gibt es doch nicht. Das habe ich ihm doch mal gestern das erste vorgelegt, das gezeigt. Das kann er doch nicht schon gelesen haben. Und dann sagt er, gehen Sie mal rauf, auf dem Nachttisch liegt das. Ich komme runter und da gibt er mir, ich weiß heute die Zahl nicht mehr, auf, ich soll mal die Seite das und das aufschlagen und vorlesen. Dann habe ich das aufgeschlagen, vorgelesen. Dann habe ich gesagt, der Mann hat das doch nicht in der Nacht gelesen. Da brauche ich einen Tag, bevor ich das Buch oder zwei Tage durchlese. Und der hat das doch nicht die ganze Nacht durchgelesen. Und da habe ich bloß gestaunt, wie er dazu kam und noch die Seite weiß. Der hat auch noch andere Sachen im Kopf, als er von dem Buch. Darüber habe ich gestaunt. Dann habe ich auch gestaunt, wenn wir im Flugzeug saßen und ein Motor weniger Touren lief. Dann gehen Sie mal zum Bauern und fragen, warum der Motor niedrige Touren läuft. Zum Kempka oder zum Schreck hat er gesagt, wenn eine Kerze nicht funktionierte im Auto, das hat er gespürt. Das ist genauso wie diese Synagogen, da kann ich mich sehr gut erinnern, angesteckt waren damals am 9. November, dass der Schaub reinkam und sagte, die ganzen Synagogen in Deutschland brennen. Und das weiß ich, er wusste davon gar nichts. Er wurde leichenblass. Was habt ihr da angestellt? Und ich kann das nachher später wieder ausbaden. Mit diesen, aber das sind wörtlich von ihm. Direkte Worte von ihm. Und dann sagte er darauf, der Schaub sagte noch, Dr. Goebbels war auch da, das ist mir egal. Und stand auf, wir setzen uns in den Wagen und sind noch in München einmal in den Kreis, irgendwo in der Nähe da vorbeigefahren, wo eine Synagoge brennt. Und rein in die Wohnung, Prinzregentenstraße damals, ne, und schloss sich ein und ich war entlassen. Bis zum nächsten Morgen, wie gesagt, er hat dann nochmal die Tür aufgemacht. Ich werde morgen früh um die und die Zeit geweckt. Er war vollkommen verärgert darüber.
vollkommen verärgert. Er sagte ich ja auch, was habt ihr da angestellt? Ich kann das nachher wieder ausbaden. Und der Schaubsen erinnerte darauf, Dr. Goebbels war auch dabei. Na? Mehr kann ich auch nicht darüber sagen. Und wir setzen uns ins Wagen, wurde kein Wort mehr gesprochen, sind, ich sage, durch München nochmal rumgefahren und von der Straße, ich weiß nicht mehr, wie die Straße hieß, wo der Hoffmann wohnte, durch München durchgefahren, ganz kurz nur. Und darauf nach Hause und hat sich in seinem Schlafzimmer beziehungsweise eingeschlossen und ich war entlassen. Bis zum Wecken. Die Hand auf den Oberschenkel geschlagen und das hat schon geklappt. Wirklich. Es hat geklappt, dass sie zusammen gingen. Und dass die Sicherheit da war, im Rücken von Deutschland. Da kam die ganze Generalität zusammen, das alles, und dann kam er, war es denn soweit, die sind alle weg, alle, welche vorne raus, welche durch den Garten, so dass es gar nicht auffallen konnte, dass die zusammen waren. Und dann hat er sich, der war ja eigentlich, aber nicht mehr dahinter, sondern nur bis da, hat er sich ans Fenster gesetzt und ich stand nebenbei, ich sagte, hier darf auch keiner durch, denn das war auch gleichzeitig so ein Durchgang bei uns für die Küche. Und da saß er da im Sessel und hat sich alles überlegt. Und dann marschierte die Division Deutschland, glaube ich, ja, durch die Friedrichstraße durch. Und dann stand er auf. Jetzt rollt es. Das ist wörtlich jetzt. Jetzt rollt es. Jetzt kann auch ich es nicht mehr aufhalten. Gebe Gott, dass es ein gutes Ende wird. Bing, Treppe rauf, rauf, runter in seine Bibliothek und abgeschlossen. Kam keiner mehr rein. Erste am nächsten Morgen, ja. Nächsten Morgen, da klingelte. Hat auch gar nicht gesagt, wenn er geweckt werden will, gar nicht, bis ich musste dann aufpassen. Schade, er drückte dann auf die Klingel, ne? Und dann bin ich rein. Ich persönlich würde es so machen, dass die Wehrmacht es wollte, er nicht. Also Sie meinen, der Polenfeldzug war etwas, was eigentlich die Generalität haben wollte. Aber er ist der Führer gewesen. Naja, sicher. Haben Sie 100 Mann unter sich. Und Sie sind der Chef davon. Und wenn die nicht wollen, was machen Sie denn? Entweder Sie machen mit, oder die Firma geht pleite. So ungefähr muss man sich das vorstellen, beziehungsweise auslegen. Ich bin ja heute nur schon ein bisschen zu alt dafür, für diese ganzen Sachen nochmal zumal ich ja die letzten 40, 50 Jahre überhaupt mich gar nicht um diese Sachen mehr gekümmert habe. Ich weiß nur, wie Ribbentrop zu dem Engländer sagte, Mann, nehmen Sie doch Vernunft an, Sie können doch nicht wegen, weiß ich nicht, was für ein Wort er gebraucht hat für Polen, deswegen in den Krieg eintreten. Und mit einmal kommt der Eden runtergerast, die Treppe runter und ab der Mo. Ich weiß noch bloß, wie er Eden sagte, wenn ich noch eine Viertelstunde bei oben geblieben wäre, da wäre ich mit einverstanden und das darf nicht sein. Er wollte ja unbedingt mit den Engländern zusammengehen. Und eventuell auch mit den Franzosen. Denn er rechnete immer wieder, der Deutsche und der Franzose sind die besten Soldaten. Kolonien beherrschen kann nur England. Das hat er wirklich gesagt.
Die können mit einer Handvoll Millionen beherrschen. Das können wir nicht. Da haben wir keine Leute dafür. Die können das, die Engländer. Und nachher hat er noch mal einmal gesagt, der beste Soldat geht mit dem schlechtesten Soldat zusammen. Und meinte damit natürlich die Italiener. Und wie ich schon sagte, die hatten wohl einen Römer, aber er selber hatte keinen Römer. Hat mich ja im Polenfeld so mit ihm in die Wolle, wegen einer Flasche Fachinger. Ne? Die war nicht dabei und dann und ich sollte Schuld haben, obwohl ich gar keine Schuld hatte dabei, sondern unsere ganze Kraft war, denn ich hatte ja in jedem Auto, das dabei war, waren überall Fachingerwasser. Er wollte beim Mittagessen Wasser haben und Fachinger und war kein Fachinger da und da habe ich gesagt, zu dem Arzt gegangen, da sage ich, ja, wir trinken alle hier von dem Wasser, von dem Brunnenwasser. Ist untersucht und das alles. Und, das. Na, und ich habe gesagt, ja. Und dann meinte er, ich habe es vergessen. Ne? Ich wollte, und dann die anderen haben dann gleich gesagt, na, ich wollte ihn vergiften und alles Mögliche. Ne? Und dann schickte er mich, bin ich nach Berlin. War ich entlassen. Es war aber auch ein Grund, der Grund, seine Wut auszulassen, da war ich dafür, weil ich schon meistens der Blitzableiter war, wenn irgendetwas war. Und der Grund war ja die Leibstandarte machte ja da, glaube ich, mal einen Vorstoß. Also eine kleine Gruppe von 25 Mann. Und die sind in den Hinterhalt geraten und wurden alle ermordet. Lagen alle in einem Obstgarten gereiht. Geschlechtsteile rausgeschnitten, Zunge ausgeschnitten und die Augen ausgestochen. Da war er wütend und das war ausgerechnet an dem Tage. Und er war so wütend und ich war dann natürlich der Leidtragende. Ich bin nach Berlin und habe dann im Vierteljahr gar nichts gemacht. Ich sollte zum Kannenberg. Kannenberg war ja der Hausmeister, kann man nicht sagen, was soll man sagen, der Kalfaktor jedenfalls, für Essen und das alles zu sorgen hatte in Berlin. Und ich sollte bei dem Dienst machen. Und da habe ich gedacht, nein, ich war Kammerdiener einmal beim Führer Kammerdiener und das heißt, ich will zur Truppe. Nein, hat er damals gesagt, nein, kann ich nicht helfen. Nun, da habe ich ungefähr, bald ein Vierteljahr gewartet. Und ein schönen Tag, mein Gehalt ging weiter, aber ich habe gar nichts gemacht. Und da bin ich einen schönen Tages, war er wieder, wie er in Berlin war, habe ich ihn abgepasst. Ich wusste ja, wenn er abends schlafen geht, und dann habe ich mich da oben vor die Tür gestellt. Hat er mich angeguckt, was gibt's? Eigentlich so halb böse, sagen wir mal. Was gibt's? Und dann sage ich, mein Führer, ich bin jetzt dauernd hier, ich will zur Truppe. Ließ mich stehen, ging rein, machte wieder die Tür auf. Zu welcher Truppe wollen Sie? Zu meiner Standarte oder... Und da sage ich, oder, weiter kam er nicht. Und da habe ich gesagt, mein Führer, ich komme von der Marine und will auch wieder zurück zur Marine dann. Da war ich, na. Dann sollte der Puttkammer hochkommen. Dann kam der Puttkammer, sollte rein, ich holte den und ging rein und kam zurück. Also der Führer hat sich für die Marine wieder freigegeben. Und ich soll für sorgen für ein anständiges Kommando. Na, wo wollen Sie hin? Und ich sagte, natürlich zu den U-Booten, das war doch damals die Zeit. U-Boote. Ja, und ich bin dann nach Kiel. 3 Tage später konnte ich schon nach Kiel, hatte ich den Befehl, da, mich dort zu melden. Da sagte der 2ADO, zu U-Booten müssen sie das erste Mal ausgebildet werden, sagte er. Denn das ist alles so viele technische Sachen, das geht nicht. Und dann brauchen sie, wer weiß wie lange. Und ich schicke sie auf den Zerstörer. Denn wenn sie zurückkommen, hatte ich erst heute noch. Dachte ich, du hast gute Reden, du weißt ja nicht warum, wieso, weshalb ich hier bin. Wenn sie zurückkommen, wollen sie ihrem Führer wieder was erzählen von der Marine. Und da bin ich dann und von Kiel ab nach Schlichtau, nannten wir das, Wilhelmshaven.
Wir wohnten bei der Marine, hieß es ja Schlickdau. Und hin meldete mich dort und wollten mich gar nicht nehmen. Aber ich hatte einen Brief und den habe ich dann da abgegeben. Ach, da haben sie gleich meinen Koffer genommen und das alles reingeholt. Da war ich wieder der und der. Vor dem war ich gar nicht. Nicht? Wollten mich gar nicht annehmen auf dem Dieter Röder. Da war das Schiff. Und so kam ich und da fuhren wir nach Narvik. Bin dann dreimal auch abgesoffen von bei der Marine. Als er mich begrüßte, hat er gesagt, ich habe sie zurückkommen lassen. Auf drei Schiffen waren sie oben, drei sind abgesoffen, dann hätte die Marine, wären sie noch auf einen anderen, dann hätte die Marine überhaupt keine Schiffe mehr. Also spaßeshalber, so hat er es ausgedrückt, aber wörtlich in dem Sinne. Ich habe sie zurückgeholt, denn wenn sie noch länger dort bleiben, dann werden die ganzen Schiffe gehen ja unter, wo sie waren. Ich nicht, nein, ich bin keiner. Er ist Vegetarier und hat bis Anfang des Krieges angefangen, mal ab und zu mal ein paar Ölsardinen zu essen. Aber nicht wegen dem, sondern wegen dem Öl bei den Ölsardinen. Die sagten für den Körper. Fleisch hatten der Morell, der Doktor oder Brandt das empfohlen, weil dass er mal sollte sowas essen. Aber sonst war er strenger gegen Vegetarier. Auch von unseren Gästen, die da kamen, waren dann auch bei Tisch Vegetarier. Und nachher gingen sie in der Küche und ließen sie die Schnitzel backen. Konnte jeder essen, was er will. Na? Auch er selber, die Küche machte auf so eine Karte, schrieb dann drei oder vier Essen rauf. Die habe ich ihm beim Frühstück mitgenommen und gezeigt, was er heute essen will. Das oder das oder das. Und dann hat er gesagt, ich esse das. Ne, heute das. Und dann bin ich runter und habe in der Küche gesagt, beziehungsweise in Berlin, im Kannenberg gesagt, hier der Chef bei uns, wie ich sagte vor dem schon, bei uns ist es ja nicht der Führer, sondern der Chef. Der Chef, ich kriege heute das und das. Und ich habe ihn direkt in Berlin und Obersalzberg alleine bedient. Ihn. Die Gäste wurden von Kellnern und was da alles war, von Ordnanzen bedient. Ihr glaubt doch nicht, dass ihm alles erzählt wurde. Auch im Kriege nicht. Ich kann Ihnen eine Episode erzählen. Wolfschanze, Lagebesprechung der Generalität mit dem Chef. Und dann sind die raus und dann habe ich geguckt, auf die Uhr geguckt. Ei, 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 das ist ja schon Zeit zum Mittagessen. Und dann bin ich hingeguckt, wollte nicht rausgelaufen und wie weit die in der Küche sind. Und das alles, und war alles klar und wie komme ich zurück. Und dann merke ich, dass sie schon raus sind. Das war so eine RAD-Baracke. Hier der Gang, nicht? Und da waren die ganzen Zimmer und da vorne war das Lagerbesprechungszimmer. Und da stehen die ganze Generalität draußen. Und da horch ich und da hörte ich nur, ach, er kann uns doch viel erzählen. Wir machen das, was wir für richtig halten. Was wir für richtig halten. Der Chef hatte eigentlich, der konnte doch keinem vertrauen. Und hatte doch auch keinen. Der Goebbels vielleicht. Aber sonst, und Keitel war der treue Diener seines Herrn, weiter gar nichts. Der beste Jodl, der war ein guter Stratege. Ich behaupte auch heute noch, sie hätten einen Adolf Hitler mehr respektiert, wenn der im Ersten Weltkrieg Offizier gewesen wäre. Und kein Lanzer. Durch verschiedene Besprechungen, wo ich dann doch mitgehört habe. Ich weiß nur das eine, dass die Russen uns dann nachher später doch angreifen wollten. Und dass der seinen Aufmarsch hatte, bloß noch nicht weit genug war. Dass es nicht mehr allzu lange dauern konnte.
Nun, dann hat unser General, der greifen wir an, ne? Er wollte für das deutsche Volk das Beste, aber hat es nicht geschafft. Und das hat ihn, wie sagt man, gegrämt. Also ich kenne den Ausdruck. Na, das hat ihn dermaßen gegrämt und so ist er langsam zusammengesackt.